Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Ich grüße dich. Mein Name ist Markus und dort drüben steht mein Gefährte Hans. Wir beide sind Jäger und versorgen Tamora mit Fleisch, Häuten und Pfeilen. Aber Moment mal, du sagst, du kommst von einem Kriegsschiff des Königs? Wollt ihr etwa Tamora wieder in euren Besitz nehmen? Was meinst du? Wie, du weißt nicht, was ich meine. Tja, dann weiß der König wohl doch nicht, dass sich Tamora unabhängig gemacht hat, was? Aber wir Jäger haben damit nichts zu tun. Das müsst ihr schon mit dem Statthalter klären. Uns machen schon die Orkshöldner hier genug Probleme. Also am besten gehst du wieder, wenn du keinen triftigen Grund hast, mit uns zu reden. Gib mir dein Pfeilpaket. Ich komme von Finko, dem Waffenhändler. Ach so, deshalb bist du hier. Du sollst bestimmt das Pfeilpaket abholen. Du sagst es. Ja, woher weißt was du das? Was hältst du von einem kleinen Deal? Gar nichts. Kommt drauf. Lass mich in Ruhe. Was? Also, du besorgst mir ein halbes Dutzend Keilerfälle und ich gebe dir mein Paket. Ich müsste eigentlich ein paar dabei haben. In Ordnung, ich bin einverstanden. Ein halbes Dutzend müsste ich sogar haben. Gibt es hier auf der Insel überhaupt Keiler? Ja, ich habe hier schon welche gesehen. Natürlich. Sogar ich echt habe letztens widerlegt. Erst welche gesehen. Sie streuen ein paarweise um die Stadt herum. Hier hast du deine 6 Keilerfälle. Ah, danke. Hier hast du mein Paket. Ich glaube, dass die zwei hier sind die schlechtesten Jäger der Welt. Der eine geht nicht raus, um zu jagen und die Felle selber zu holen und der andere verliert seinen Bogen. Kannst du mir etwas beibringen? Warum nicht? Du hast mir da brauchst du jetzt nicht weggehen, Hans. Ich meine dich. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man mit dem Bogen schießt. Ein bisschen Erfahrung, aber solltest du schon mitbringen. Mit blutigen Anfängern vergeude ich nicht meine Zeit. Wie du meinst. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du gewöhnliche Pfeile und Feuerpfeile herstellen kannst. Für die Herstellung gewöhnlicher Pfeile möchte ich aber 50 Goldstücke und für die Herstellung von Feuerpfeilen 100 Goldstücke haben. Schließlich lebe ich davon. Das hat Hans auch gesagt. Du brauchst nur einen Lernpunkt. Ja, aber aktuell... Zeig mir das. Aktuell habe ich da kein Interesse dran. Okay. Wie viel Uhr haben wir? 10, ja. Habe ich genug Zeit, Unruhe zu stiften. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zum Friedhof. So, schleichen. Bärknopf ist schleichen. Ach, keine Ahnung. Ich werde es schon rausfinden. Ach, warte mal. Nee, auch nicht. Ich werde es schon rausfinden. Irgendwann, wenn ich es brauche. X? Ja, X. Hi. Ah, du bist gespawnt wegen dem Bogen, ne? Hätte der schwarze Wolf gesagt. Ja. Zum alten Jagdhaus. Oh Gott, das sind ja schon wieder mehr, als ich dachte. Was ich an Gothic ja auch immer so schön finde, ist dieser Punkt, an dem du halt wirklich merkst, dass du deutlich stärker bist. Ich meine, erinnern wir uns mal zurück, wie ich mit Wölfen gestruggelt habe. Also auch schon mit einem ganz am Anfang. Und jetzt kann ich theoretisch auch mal in 6 Wölfe rein. Hab eine große Klappe und sterb jetzt dann. Na, geht auch nicht. Oder noch mehr Wölfe und schaff das sogar. Mit ein ganz kleines bisschen Luck. Ich muss halt kritten, aber hier war ja die Chance jetzt hoch genug mit den ganzen Schlägen. So, was ist das schon wieder für eine Höhle? Eine eingestürzte. Buddlerfleisch. Hier komme ich doch bestimmt schon wieder als Fleischwanze vorbei. Oder ich kletter einfach oben drüber.
Ist ja lustig, wie viel Lärm diese kleinen Viecher machen. Man hätte da vielleicht den Sound nehmen können und den ein bisschen leiser machen. Dadurch, dass die ja eigentlich so klein sind. Oh no. Ich höre einen Schattenläufer. 100%. Ist er jetzt hier drin oder draußen? Ist mal eine Wurst, Bruder. Die Waldbeeren heilen nicht besonders viel, aber davon habe ich ganz viele und ich glaube nicht, dass ich die oft brauche, um irgendwas herzustellen. Wenigstens auf 200 Leben. So. Ich glaube, der ist hier unten. Ja, da ist er. Oh. Oh. Aber er ist machbar, wenn ich nicht die Combo verkacke. No, da habe ich sie verkackt. Schade, dass ich jetzt halt nicht das Horn von dem mitnehmen kann. Aber ich glaube, es ist schon Belohnung genug, dass ich ihn überhaupt tot bekommen habe. Ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Ein bisschen Fisch. Kriege ich irgendwas, wenn ich das sauf eigentlich? Weil da steht halt gar nichts dabei. Nee. So, da war ja sonst nichts, ne? Nein. Ist das eigentlich ein Anker? Das ist ein Anker. Rostige Axt. Heilung. Feuersturm. Schwere Wunde heilen. Mana-Extrakt. Bonus für maximales Mana. Ist es mir das wert? Aktuell noch nicht. Ich könnte damit jetzt im Moment nichts anfangen, selbst wenn ich das trinke, also brauche ich es auch nicht nehmen. Oh, das ist gar nicht zugeschüttet. Ich bin nur ein Idiot. Nice. Das hört man doch gerne. Okay, der ist verwundet. Der hat gegen irgendwas gekämpft. Liegt das dann hier noch rum, gegen was der gekämpft hat? Das da unten, da war ich noch nicht. Das hier kommt mir super bekannt vor. Aus irgendeinem anderen Spiel. Gibt's auch so eine Stelle. Sieht auf jeden Fall nice aus. Nice Aussicht, oder? Kann man lassen. Okay, das sind die sogenannten Geisterbäume, ne? Aufpassen. Die sind auf einer Astralebene. Ist nicht ganz durchsichtig, warum das so ist. Die Ochse. Opa rappa namasai, opa da rappa haikawai. Ich bin verloren. Ich krieg ich noch. Bitte nicht. Ich glaube, da brauche ich nicht nochmal hingehen. Ich glaube, das ist im Moment nicht machbar.
Komme ich da irgendwo runter? Was habe ich denn da jetzt überhaupt bekommen? Auch Söldner. Ich habe auf einer kleinen Felsinsel, die mit einer Brücke mit der Hauptinsel verbunden ist, ein Ork-Söldnerlager entdeckt, welches sehr stark bewacht wird. Das werde ich erstmal lieber in Ruhe lassen. Vielleicht erfahre ich vom Statthalter der Insel mehr über die Söldner. Wie selbst das Spiel sagt, ich soll sie erstmal in Ruhe lassen. Wieder Warane. Soll ja nicht langweilig werden. No! Jetzt hat das Spiel den unten anvisiert. Ehrlich, kriege ich zu viel bei sowas. Fleisch rein. Und nochmal ein paar Waldbeeren. Ich kämpfe jetzt lieber defensiver. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Leben verlieren und mich 5 Stunden lang heilen. Ich glaube, damit sind alle Beteiligten einverstanden. Na. Ja, so viel dazu. Der hat mich jetzt 2-mal getroffen. Tja, wo führt das jetzt hin? Ich kann auch erstmal da runter, ne? Aber, boah, das ist so viele Richtungen, in die ich gehen kann. Oder kann ich hier überhaupt... Ist was im Wasser? Amulett oder ein Trank oder irgendwas oder so. Ach ne, ist einfach nur eine Textur vom Boden. Ich gehe erstmal hier lang. Ach, das ist der Weg zum Friedhof. Okay. Alles klar. Anstrengend. Hm. Taktik funktioniert ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob die Hunde sind böse sind, aber... Oder ob die mich überhaupt angreifen können. Bisher habe ich denen ja nicht so wirklich eine Chance dazu gelassen. Das ist wahrscheinlich über mir, was ich höre. Dann ist die Hütte, die ich da in der Entfernung gesehen habe, wahrscheinlich die Hütte vom Friedhof. Also jemand, der da gewohnt hat und sich um den Friedhof gekümmert hat. Untote. Naja, wurde mir ja schon gesagt. Ach.
hätte deutlich besser laufen können. Na egal. Ich habe jetzt wieder 16 Lernpunkte frei. Zwei. Ja, ich glaube, das kann ich laden. Ich muss gegen einen kämpfen. Ja. Ich sacke. Oh mein Gott, ich bin gerade festgesteckt. Na, schafft's einer von euch runter? Ja. Oh. Well then. Oh Gott, da hinten sind ja sackrisch viele Zombies. Ich glaube, hier habe ich ehrlich gesagt auch erstmal nichts zu suchen. Kam jetzt nichts raus, ne? Ne, irgendwie nicht. Es sind schon wieder zwei. Ich könnte höchstens... Nein, komme ich nicht hoch. Kann ich dir nur 5 Schaden machen? Oder könnte ich bloß gerade nicht? Ich glaube, ich kann nur 5 Schaden machen. Nice. Ne, da kann ich auch später wieder kommen. Also klar, wenn ich mir jetzt ganz viel Zeit nehme, dann schaffe ich das bestimmt, aber das... Weil die mir irgendwie auch nicht so viel Schaden machen, wie ich es vermutet hätte, um ehrlich zu sein. Die machen mir halt echt nicht viel Schaden, ne? Das Problem ist aber, dass ich überhaupt keinen Schaden mache. Ich will aber nicht später wiederkommen. Das nervt mich. I don't want this. Zehn Mana. Okay. Feuerimmun. Nee, ich komme später wieder. Vielleicht mit 78.000 Spruchrollen des Untoten vernichten. Wie viel Schaden machen mir die Zombies denn? Okay. Mehr. Mehr sogar. Oh, okay, das ist nice. Damit kann ich leben. Ich kann mich wieder her teleportieren. Ich habe ein Leben. Okay, mit der Teleportrune, da bin ich fein. Mir ging es halt auch bei sowas immer darum, dass ich ja 17.000 Kilometer wieder herlatschen müsste. Aber mit der Teleportrune komme ich hier easy wieder her. So, in dem Sinne. Zufällig. Nee, ist halt viel zu viel. Ich speichere mal und laufe mal weiter. Vielleicht kommt irgendeine Möglichkeit, mich zu heilen. Was ich jetzt nicht gefunden habe, weiß gar nicht, ob es das gegeben hätte irgendwo, ist eine Teleportrune in die Burg. Das wäre noch cool gewesen. Aber vielleicht bekomme ich die, sobald ich in der Burg drin war.
Das sieht schon wieder aus, als wäre da oben was. Ah, tatsächlich. Essenz der Heilung, Breitschwert, Pfeil, Pfeil. Tja, dann haben wir ja die Heilung. Und zwar auch nur 100, aber... Oh Gott, das wär jetzt so typisch gewesen. Ich springe ein bisschen zu weit und verliere das Leben, was ich geheilt habe, instant wieder. That would be typisch me. Nice. Nice, das wollte ich alles nicht essen. Gib die Dunkelpilze her. Die pfeife ich mal so richtig hinter und grennt neu. Da, reicht fürs Erste. Ich glaube, ich hätte nicht leben lernen sollen. Das ist ja relativ... Okay. Ein großer Lebensbalken ist ja nicht sinnvoll. Besser ist es, einen kleinen Lebensbalken gut gemanagt zu bekommen, als den großen Lebensbalken nicht mehr hochgehält zu bekommen. Das ist interessant, da geht's hoch. Weiß aber nicht, ob das gedacht ist. Ist es. Ein Dachs. Okay, ja gut, hier gibt es nochmal Kräuter zum Heilen, aber es ist trotzdem Endstation. Auf der anderen Seite gibt es dasselbe, aber nochmal, muss ich mir merken. So, dann haben wir wieder einen kleinen Strandabschnitt zum Erkunden. Da war ein Wassergolem, habe ich gerade gesehen. Aber mein Lieber, du bist an dem Punkt, an dem du dich nur schwer aufbauen kannst. Ja. Es ist ein bisschen Lärmbelästigung, aber es ist ein Easy Win. Schaut der aber anders aus als der andere Wassergolem. Der hat noch Pflanzen mit drauf. Der hat, glaube ich, mehr EP gegeben. Ich hatte jetzt schon kurz Angst, weil immer, wenn ich ihn geschlagen habe, es grün war und das in einer Giftwolke explodiert, die sakrisch viel Schaden macht und mich einfach abschlachtet. Immer schön am Strand gucken. Wenn ich übrigens manchmal einfach nur dran stehe und blocke, dann liegt es daran, dass ich aus irgendeinem Grund in der Combo hängen bleibe und ich eigentlich nach hinten ausweichen wollte. Aber es fühlt sich besser an, so gründlich zu sein. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich habe jetzt irgendwas stehen lassen. Vielleicht sogar was verpasst, vergessen.
Hast du denn eine Muschel oder irgendwas? Okay. Das ist ein mächtiger Baum. Leider ohne Blätter. Armes Ding. Oh, die Schildkröte sucht Schatten. Nicht in den Schatten gehen! Dort wartet die Dunkelheit! Ich habe es vor seinem Tod bewahrt. Das sind Lurker-Eier, glaube ich. Bist du eine Dame? Nein. Oh, anscheinend doch. Hat mehr Erfahrung gegeben. Das eigentlich. Waldmorchel. Ich werde mich jetzt nicht mehr voll heilen. Bei solchen Gegnern zumindest. Ach, das sind Kokosnüsse. Nice. Wo haben wir sie denn? Oh, Reis. Kann ich auch mal essen. Na, wo sind sie denn, die Kokosnüsse? Sieht gefährlich aus. Sind die gar nichts zum Essen, die Kokosnüsse? Scheinbar. Tja, das war's denn wohl schon mit dem Strand hier. Ist, wenn ich jetzt hier um die Kante laufe noch? Ja. Da ist noch irgendwas. Ansonsten kann ich mich eigentlich schon fast zurückporten, ne? Spider-Schwein, Spider-Schwein. Okay. Scheinbar war das jetzt aber einfach nur der Strand dieses Wassergolems. Da oben habe ich Scavenger. Weil was anderes befindet sich hier anscheinend nicht. Doch, noch ein Wassergolem. Ja gut. Wäre halt schon geil, wenn ich jetzt auch die Herzen von denen rausnehmen könnte, ne? Dürften bestimmt auch gut was wert sein. Okay, dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, wenn ich ihn schlag, dann kommt er in meine Richtung. Ja. Okay.
This is not even my final form. An die Wand mit dir. Also wenn sie sich nicht aufbauen können, sind sie halt echt schon lame, ne? So, ist da auch noch ein Strand? Ah, sieht fast so aus. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das sind die Flöße von den Goblins! LOL! Wait a second, hier heile ich mich mal kurz ein bisschen mehr. Schön die ganzen Fische reinbrettern. Ein bisschen Bergmoos, ein bisschen Grabmoos, ein bisschen Bergmoos, ein bisschen Grabmoos. Hey Jungs! Ihr kennt mich nicht, aber ich kenne eure Kumpels. Ja, cool, dass ich denen echt nochmal begegne. Das gefällt mir gerade. Butterfleisch. Mana-Extrakt, Extrakt der Heilung. Aber ich habe noch keinen Tagebucheintrag bekommen. Das stört mich gerade ein bisschen. Vielleicht, wenn ich denen näher komme. Ja. Piratengoblins. Der Chronist aus Condera hatte mit seiner Vermutung recht. Die Goblins haben tatsächlich mit mehreren Flößen Condera verlassen. Zwei der Flöße, die von den Piraten-Goblins gebaut wurden, habe ich an einer versteckten Küste auf Tamora gefunden. Also werde ich denen vermutlich wirklich immer wieder begegnen. Mega cool. Schneller Hering. Banane. Gott, wie viele da drin sind. Das wird ein Gemetzel. Oh Gott. Ja, kommt nur her. Kommt doch. Kommt zu mir. Ja, wenn sie wirklich alle... Nee, das wäre zu viel. Aber so geht's. So geht's. Beutelkiste mit Proviant. Hm. Klassische Goblins, ne? Also looten hier, was das Zeug hält. Ich glaube, da liegt ein Ring auf dem Boden. Ja, Ring der Magie. Dieser Stein hier wird mein bester Freund sein. Ist das cool. Goblin-Skelette schaffen, nice. Und Wasserforst, interessant. Weiß nicht, ob ich tatsächlich schon Goblin, also die Spruchrolle verwenden könnte mit dem Goblin beschwören, aber wenn ja, dann habe ich jetzt einen mächtigen Verbündeten für einen Notfall.
wenn es mal wieder hart auf hart kommt. Übelwurf, dass ich hierher gekommen bin. Ich meine, wie viel Kohle ich hier gerade auch finde. Aber ich hätte mir jetzt noch so einen Anführer gewünscht irgendwie. Ich meine, da war zwar ein Elite-Goblin dabei, aber so ein richtiger Anführer war nicht dabei. Irgendwie so Gerhard der Goblin oder so. Oder einfach nur Gerhard Goblin. Das reicht eigentlich schon. So, mal wieder einen Trank pfeifen. Hab ja so viele. Kann ich ruhig ein bisschen prassen. Nicht. Ja, lieber Keiler, Sie dürfen herkommen. Ist irgendwas. Ah, es ist ein Varan. Ich dachte, es ist irgendwas Größeres. Hochlaufen. Sieht jetzt nicht so steil aus. Und unten geht der auch noch weiter, der Strand. Ach du Heilige. Na, das ist dieser Steinkreis, von dem ja auch schon berichtet wurde. Das ist immer dieses, wenn man es schnell machen will. Dann passiert genau das, wenn man es schnell machen will. Wenn man einfach nur sagt, ja komm drauf, jetzt ist der letzte, easy, komm, auf geht's. Zacke die zack, zack, tot bin ich, hab. Ja, erstmal cool laufen, nice. Einfach Geduld haben, einfach Geduld haben. Werde nicht durch das Schwert gerichtet, sei das Schwert. Am Ende ist das dann wahrscheinlich sowieso schneller, weil es halt die sichere Methode ist und es immer gut vorangeht. Teleport zum alten Steinkreis. Fucking nice. Drachenwurzel. Fucking nice. Heilkraut. Dunkelpilz. Also ich werde jetzt hier gleich runterspringen, weil da drüben ist auch noch Strand. Und ich werde den ganzen Strand jetzt erst recht abgehen. Weil ich diese Goblins gefunden habe, allein schon. Allerdings konnte ich da, glaube ich, auch rüber. Und ich möchte ganz kurz gucken, ob da was ist. Auf jeden Fall mal ein Wildschwein. Thank you.
16 Lernpunkte und bin nicht mehr so weit von der nächsten Stufe entfernt. Ist schon noch ein kleines Stückchen, aber es ist nicht so weit. Bei den grauen Beißern wirklich interessant, dass die ohne Vorwarnung angreifen. Die machen auch nicht mal irgendwie laut, dass sie jetzt kommen. Die rennen einfach auf dich zu und wollen dich aufessen. Das ist wie ich. Jetzt nicht tot gekriegt, hat mich eine Menge Leben gekostet. Irgendwie habe ich das Gefühl, das führt mich zu diesen Orkshelden zurück, zu denen ich erstmal nicht wollte. Nee, wobei, die waren über mir, glaube ich. Glaube ich, bin jetzt eine Etage tiefer als das, was ich meine. Das war wieder sehr klug. Durch viele Skripten ging das jetzt nochmal gut, aber es war dämlich. Richtig, richtig dämlich. Gegner drüber sliden. Kann man auch mal machen. Ich meine, man muss im Leben wirklich mal alles ausprobiert haben. Sieht interessant aus. Diese kleine Anhöhe hier. Fleischwanzen-Ragout. Oh, wunderschön. Und Reisschnaps. Mensch, Gothic 1 lässt grüßen. Hat sie wieder einen Schattenläufer an. Yep. No. No. Einmal aus dem Rhythmus raus. Dead. Aber ist nicht schlimm. Einfach mal kurz zu der Feuernessel sliden. Die Musik denkt sich jetzt auch. Schattenläufer nicht aufwecken. Okay, der hatte wohl genug. Das hat ihm gereicht. Es ist blöd, dass der erste Schlag immer frei ist, dass ich immer einen Hieb kassiere, weil sonst hätte ich wenigstens einen gut. Ah, jetzt habe ich einen gut.
Links, rechts, 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 rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Einfach mal mittendrin. So richtig für Verwirrung gesorgt. Wow, 20 Pfeile. Fühl ich. Fuck ja! Ich beschwöre dich, Musik. Im Angriffsmodus. Danke. Das ist, glaube ich, eine Höhle wieder oder irgendwas. Ja. Mit großen Pilzen, roten Kristallen. Und Monorats. Scheint aber das Gefährlichste in dieser Höhle zu sein. Oder die Einsamkeit. Das könnte alternativ auch das Gefährlichste hier drin sein. Das ist halt schon fast wieder so dunkel, dass ich sage, eigentlich sollte ich zurückkehren. Und pennen. Das ist mit dem Sehen wieder schwer. Bye! Have a great time! Oh, da ist eine. Ein Wegweiser. So viel dazu. Nächste Stufe war nicht so weit entfernt. Gott, ich muss speichern. Ich sehe nichts mehr. Ich habe ja eigentlich... Wie viele Lichtspruchrollen habe ich? Ja, mehr ist genug, komm. Oh! Mann, bist du gruselig! Jetzt darf ich halt bloß nicht sterben. Weil ich glaube, das war in dem Spiel hier so, dass wenn ich sterbe, dass dieser Lichtzauber nach dem Laden einfach weg ist. Interessanter Baum. Der sieht so prominent aus, als dass hier irgendwas sein müsste. Also irgendein cooles Kraut oder sonst irgendwas verbuddelt. I don't know. Ich überlege gerade, ob ich mich zum Schiff zurück teleportiere. Ah, ich bin jetzt wieder hier. Okay. Nee, dann laufe ich außenrum, so wie ich es vorhatte. Eventuell habe ich die Insel dann sowieso bald umrundet und bin wieder beim Schiff. Weil dann kann ich mir die Stärke jetzt holen. Vielleicht ein bisschen... Konnte ich Mana lernen? Ich glaube, ich konnte Mana nicht lernen, ne? Aber dann Einhand ein bisschen weiter ausbilden. Oder vielleicht Geschick für einen neuen Bogen. Nee. Bin nicht so der Bogenfreund. Auf Schlösser knacken hätte ich Bock. Da hätte ich richtig Bock drauf. Es sind jetzt bisher zwar nur zwei Schlösser gewesen, die ich nicht knacken kann. Aber das macht mich schon genug fertig. Als dass ich es unbedingt haben will. Ich bin da auch in solchen Dungeons and Dragons Rollenspielen immer ganz schlimm. Weil ich immer das Gefühl habe, was zu verpassen, wenn ich nicht Schlösser knacken, hacken oder... Schleichen, Computerkenntnis, Fachkenntnis, was auch immer. Wenn ich das nicht auf dem Maximum habe, dass ich irgendwas verpasse. Deswegen skill ich das immer alles. Wie ein Irrer. Und bin dann am Anfang eigentlich voll schwach, weil ich keine Kampftalente habe. So, hier wollte ich herunterspringen. Oder vielleicht kann ich sogar runtersliden.
halt schwer. Ich glaube, ich sollte übers Wasser machen. Ja, und wie angepriesen. Das Licht ist einfach gone. Oh, schade, ich hätte mich hierher teleportieren können. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ah, habe ich gut gemeistert. Weil der Varan hätte mich im Wasser gut erledigen können. Jetzt muss ich langsam kritten, weil sonst bin ich im Wasser. Natürlich alles. Bei sowas habe ich immer das Problem. Es ist natürlich jetzt alles nicht so überspannend, wenn ich nichts finde. Also wenn ich einfach wirklich hauptsächlich grinde, könnte man sagen. Vor allem, wenn es dann so wie jetzt ist, dass ich halt bei jedem Gegner aufpassen muss. Und sich das dadurch ein bisschen in die Länge zieht. Und es halt sehr repetitiv ist dadurch. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich speichere jetzt auch nach jedem Baran. Ich möchte mich nicht heilen. Okay, ich speichere nicht nach jedem Baran. Ich finde das fürchterlich. Berühmte letzte Worte. Muschel. Da muss ich speichern, Leute. Ich brauche dringend eine bessere Rüstung. Ich überlege, ob ich mir die Crawler-Rüstung kaufe. Oder mir diese Golem-Rüstung mal anguck. Diese Fallschadenverringerung ist doch auch irgendwie interessant. Oder missinterpretiere ich da irgendwas und da ist irgendwas ganz anderes damit gemeint? Ich glaube, da hinten habe ich den Strand umrundet, um ehrlich zu sein. Dann war das jetzt hier relativ umsonst. Naja, es gibt EP. Habe ich bei Gothic 3 auch gemacht. Am Anfang erstmal den Strand abgelaufen. Dann habe ich eine Höhle gefunden. Und in der hatte ich keinen Spaß. Liegt da was? Nee. Bodentextur. Da liegt aber was. Oh, schade. Das sieht aus, als würde ich mich unter diesen Heavens sieht aus, als würde ich mich heilen müssen. Ich glaube, da vorne sind Giftfliegen.
habe ich natürlich nichts, mit dem ich mich sinnvoll heilen kann. Na gut. Dann muss das Butlerfleisch herhalten. So. Gott, es sind so viele. Ich sag, wieso? Ich habe keine Lust, die alle umzubringen. Wie viel Heilung ich dabei verschwende. Ja, bei dir sterbe ich jetzt sowieso. Nee. Ich versuche wegzulaufen. Da habe ich tatsächlich keine Lust zu, muss ich sagen. Das ist einfach nur Leben, was ich verschwende. Ist ein Soundbug. So, hier muss ich mich jetzt beeilen. Irgendwie, jetzt hat es aufgehört zu packen. Das ist jetzt problematisch, dass sich das Viech noch über mir befindet. Ich glaube, das ist ein Snapper. Ich bin sowas von am falschen Punkt. Ich glaube, das sind die ersten Snapper, oder? Ich heile mich jetzt mal kurz doch lieber viel, viel mehr. Na, ich weiß nicht, wie stark die sind. Und ich muss mich der Fliege über mir entledigen. Das kann ich mal eigentlich als erstes machen. So. Sumpfsnapper. So viel zu, ich habe die Insel umrundet. Habe ich definitiv nicht. Wenn es so weitergeht, ist sowieso bald wieder hell. Dann muss ich nicht mehr schlafen. Es sind halt drei Snapper auf einmal. Und ich weiß nicht, wie stark die sind. So, vollgeheilt. Schau mal, was sie drauf haben. Ich vermute, sie werden mich hart one-shotten. Ja, okay, dazu haben sie nicht genug Leben. Okay, sind machbar. Wenn ich sie einzeln kriege, sind sie machbar. Erfahrung. Das Gruselige an denen ist, wie sie dann auf einmal lossprinten. Nein, 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 nein. Okay, den Snapper kann ich nicht mehr verhindern. Ich habe jetzt wirklich langsam alles aufgebraucht an Heilung, was ich hatte. An effektiver Heilung. Diese Drohnen machen das nicht besser. Hier brauche ich definitiv Licht. Das zeigt aber mal, dass ich in dieser Insel eigentlich noch gar nichts entdeckt habe. Weil offensichtlich gibt es hier auch noch einen Sumpf. Da hoch. Ja. Kommst du da hoch? Nein. Mach ich wenig Schaden? Ja. Toll. Damit habe ich jetzt einen Lichtzauber verbraten. Weil den kriege ich nicht wieder. Also gut. Dann komm mal her, liebes Snapperchen. Ist es bei denen eigentlich effektiv, zur Seite auszuweichen?
Ja, muss ich nicht. Ich meine, die chargen mich an. Das ist free. Einmal nach hinten ausweichen und dann ist die Sache schon gegessen. Mal kurz laden. Irgendwie, wenn ich tot bin, dann will die Musik nicht mehr wiederkehren. Oder tot war. Wo ist die Leiche? Keine Ahnung. Ja, wie heilen wir uns jetzt? Habe ich noch diese komischen Heringe? Und grüne Vize kommt ein bisschen hier. Ah, wunderschön. Machen wir diese Proviantkisten auf. Pfeilpaket. Nein! Das sind die Pfeilpakete von der Quest. Wieso klingt der Sound gerade so, als wäre ich unter Wasser? Speichern und laden mal. Klingt immer noch seltsam. Glaube ich. Ja, klingt ganz komisch. Speichern. Ich glaube, er klingt immer noch komisch. Ja, tut er. Die Frage, ob da im Wasser was ist. Es ist halt einfach so dunkel. Ich glaube, Mission Abort. Das ist zu dunkel. Ich sehe hier nichts. Es ist noch lange nicht hell. Ich teleportiere mich jetzt zum Fischerdorf. Werde wahrscheinlich zwischen 20.000 Varanen spawnen und dann umgebracht. Lauf! Lauf! Danke. Ich dachte schon, jetzt kriege ich sie gar nicht mehr hin. So, aber aufgrund des Soundbugs werde ich jetzt hier mal einen kurzen Break einlegen und das Spiel neu starten. Ich denke, da komme ich nicht drum rum. Lege ich mich kurz hin. Nächsten Morgen. Und dann bis gleich.